Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste Bauer. Wir sind hier heute und wollen die Wahrheit ermitteln. Ist die KTM Super Duke 1290 noch der Regent in der großen Naked Bike Klasse? Gegen sie in den Ring steigen die S1000R von BMW, die GSX S1000 von Suzuki und die Aprilia RSV4, die 1100er Duono, die neue. Mit mir dabei der Zonko und der Chaot. Wir werden das für euch rausfinden. Bleibt dran! Ja, letztes Jahr, die KTM hat eingeschlagen wie eine Bombe, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt, wo die Leute und die Magazine sie gefahren sind. Ein echtes Gewaltgerät, brutal, monströser Motor, irrsinnig viel Drehmoment, viel Leistung, radikaler Auftritt, arge Optik. Wir haben uns jetzt als Testmotor natürlich eine feine, ausgestattete Variante geholt. Und die KTM 1290 Super Duke ist ja ein bisschen ein grobschlächtiges Motorrad. Nicht wirklich, also sie war ja nie ein Supersportler, sie war ja früher eigentlich mal eine Reiseenduro. Und das ist ein ganz ein radikales Naked Bike. Man sitzt ja anders oben wie auf den anderen Motorrädern. Zonko, wie ist denn dir gegangen mit der Sitzposition auf dem Motorrad? Kommst du mit sowas zurecht oder hättest du eher einen Supersportler dir lieber gewünscht? A priori bin ich natürlich bei einem Supersportler bzw. bei einem Nektbike, was von einem Supersportler abgeleitet worden ist. Aber ich bin wirklich überrascht, wie angenehm diese Sitzposition ist. Das ist ganz toll. Ich sitze halt relativ nah am Vorderrad. Das bin ich bei so von Supersportlern abgeleiteten Nekts nicht ganz so gewohnt. Und habe dann auch für das Gefühl für das Vorderrad, da habe ich ein bisschen arbeiten müssen, das habe ich nicht sofort gehabt. Aber bin dann wirklich wahnsinnig gut zurechtgekommen auf der grippreichen Straße, die wir da gehabt haben. Das hat mich wirklich gewundert. Und was mich nicht gewundert hat, das habe ich gewusst, dass das so sein wird, das ist dieser 1300er V2. Der ist natürlich irrsinnig sanft im Ansprechen, was natürlich ganz toll ist. Sanft im Ansprechen? Na, dann möchte ich ein radikales Motorenkonzept nicht erleben, Zonko, wenn das sanft ist. Na, passt. Na, für mich. Also, es geht irrsinnig schön ans Gas, vielleicht kann ich das so sagen. Also wenn ich dort im Scheitel ans Gas gehe, geht es irrsinnig weich ans Gas, das taugt mir extrem. Und man hat durch diesen V2, durch diese Charakteristik auch nie das Gefühl, dass das jetzt so wahnsinnig, so eine irrsinnige Gewalt ist. Also zumindest geht es mir so im Vergleich mit den anderen. Und trotzdem ist man wahnsinnig schnell. Also ich glaube, wenn es ernst wird, ist man auf dem Super Duke, auf dem 1290er, sitzt man nicht auf dem falschen Gerät. Für mich ist ja das Motorrad immer wie ein bisschen ein Ritt auf einer Kanonenkugel, immer so ein leichter Hang zur Instabilität, immer im Angriffsverhalten, klarerweise gezähmt ein bisschen von den elektronischen Fahrhilfen, auch vom geilen Reitbeweiher. Wie geht es dir auf der Super Duke? Ist das deine Liga? Also ich würde dem Zonko den zweistelligen Drehzahlbereich empfehlen, da geht es nämlich dann richtig los. Na, aber ich habe das auch. Also ich neige auch dazu, weil unten dann schon so aus dem mittleren Drehzahlbereich schon so viel Druck kommt, dass man es nicht ausdreht. Und man hat auch keinen roten Bereich. Irgendwann fängt, glaube ich, der Schallblitz an zu leuchten, aber es gibt keinen roten Bereich. Man muss das echt ausdrehen und dann kommt eine Gewalt dadurch. Also das ist für mich der Traktor unter den Naked Bikes, der österreichische Traktor. 1301 Kubik, ganz wichtig natürlich. Ich verstehe nicht, wieso die Sachen dann immer 1290 und so heißen. Das könnten sie ja auch 1301 Super Duke nennen. Wäre irgendwie cool. Klingt fast genauso leimend. Flutscht doch so leimend über die Lippen wie 1290er. Ja. Aber du wirst sicher mal einen Namensgeber für Motorräder, Chris. Ja. Dann natürlich, was einen rettet, ist Traktionskontrolle, die Riding Modes, die wir haben, Drive-by-Wire, ABS, ist alles dabei. Es gibt ja sogar den Rain-Mode, da haben wir dann noch 100 PS, würde ich aber nie machen. Das würde ich machen bei Glatteis, glaube ich, aber ich würde mir diese Blöße nicht geben, mit 100 PS zu fahren, oder? Bei so einem optisch radikalen Motorrad. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das Orange nicht ganz zusammenpasst. Wir haben ja da einige Powerparts drauf, auch ein Agrapovic-Auspuff, herrlicher Klang. Aber das passt nicht ganz zusammen, da oben ist das irgendwie heller als der Rahmen und das Heck. Was mir taugt, ist Single-Seater. Das Sitzbankabdeckung, kann mich keiner segieren von hinten. Und der Tank, mir persönlich, weil du vorher angefangen hast mit der Sitzposition, mir ist der Tank ein bisschen zu hoch. Also da steht, wenn ich mir da ein bisschen reinlege, echt bis zur Brust. Das ist mir fast, da fühle ich mich fast unwohl. Das müsste ein bisschen flacher weglaufen für mich persönlich. Aber grundsätzlich haben auch größere Leute Platz.
weil es einfach eine europäische Ausmaße hat und ich glaube bis zu 1,90 hat man da überhaupt kein Problem, dass man mit den Knien und so schön ans Motorrad rankommt. Ja, durch die Historie von dem Motorrad ist natürlich so, dass das halt weniger Supersportler ist, mehr vielleicht so eine Art Supermoto. Merkt man natürlich in der aufrechten Sitzposition, merkt man auch im Fahrverhalten, dass die Super Duke natürlich schlampiger in dem Radius fährt, radikaler vielleicht ein bisschen fährt, ein bisschen auch instabiler, den sauberen Strich nicht so schnell findet wie die anderen und deswegen auf der Rennstrecke vermutlich nicht die schnellste ist, aber wir werden dann gleich zu den anderen zum Sprechen so kommen. Aber weiß ich nicht, ist die Super Duke jetzt wirklich die Siegerin nach Punkten, wenn man da jetzt pragmatisch die Punkte, die Stärken, die Schwächen zusammenzählt, ist sie Siegerin nach Punkten oder ist es wer anders? Ja, Siegerin nach Punkten, da ist natürlich die BMW S1000R immer ein heißer Anwärter, wenn Motorrads, unsere deutschen Kollegen testen, pragmatisch Punkte zusammenzählen, erlaubt sich keine Schwäche, denn der S1000R, komplette Ausstattung drinnen, Traktionskontrolle, Schaltassistent, hat auch die Heizgriffe drin, wenn man auf Touren fährt, elektronisches Fahrwerk, hochwertigste Komponenten überall, wo man hinschaut. War früher mal ein Supersportler, im Prinzip sind fast keine Abstriche gemacht worden bei der Qualität, ein bisschen ein schwächeres Fahrwerk drin. Also wenn man da am Ende des Tages die Punkte zusammenrechnet, bei pragmatischen Deutschen gewinnt immer die S1000R, ernüchternd für die Gegner. Aber wie schaut es bei uns emotionsgeladenen Österreichern aus Zonko, ist die auch ins Herz gefahren, die Maschine, die S1000R von BMW? Ja, unbedingt. Ins Herz ist mir absolut gefahren, das ist was ganz Großartiges, die S1000R, die bin ich ja schon ein paar Mal gefahren. Was mir nicht taugt, ist dieser extrem aggressive erste Biss auf der Bremse, aber das ist natürlich eh schon bekannt, da nehme ich an, in der nächsten Generation wird man da ein bisschen zurückgehen. Es ist auch, wenn man eingeschossen ist auf das Motorrad, dann letztendlich kein Problem, weil man halt irrsinnig zart bremst. Nur wenn man dort ein bisschen schreckhaft sein würde, no? Der erste Biss ist echt gigantisch. Und ansonsten ist es wirklich ein wahnsinnig tolles Motorrad mit einem irrsinnig guten Vorwerk, eh von einem Supersportler abgeleitet. Und mir gefällt es auch irrsinnig gut. Ich finde, es schaut auch richtig gut aus. Ja, Herr Kollege K.O., du bist ja auch Designer bei 1000 PS. Was sagt dein strenger Blick zu S1000R? Fahrt es dir ins Herz optisch, fahrt es dir ins Herz in Sachen Motor, Elektronik und so weiter? Optisch ins Herz fahren, es ist halt außergewöhnlich, das ist beim Motorradfahren immer gut, wir sind alle ein bisschen Individualisten, einer mehr, einer weniger und auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht so mutig, ja, also gelinde gesagt, dann ist das trotzdem was, wo man hinschaut und die BMW Designs kennt jeder, es kennt jeder diese asymmetrischen Masken und es kennt mittlerweile, glaube ich, jeder diese Kiemen und darauf kommt es, glaube ich, an. Ich finde, sie ist überhaupt nicht charakterlos oder zu steril. Es gibt da irgendwie die unfaire Behauptung, sie ist schon zu gut oder zu perfekt. Das finde ich ja total skurril. Ich meine, Motorräder sind sehr, sehr, sehr gut, aber sind alle nicht perfekt natürlich. Lasse ich also nicht gelten. Und auf der Rennstrecke muss ich sagen, dank an BMW, das Fahrzeug hat mir die Liebe zum Nakedbike-Fahren auf der Rennstrecke zurückgebracht. Weil wenn man da zurückdenkt, vor 10 Jahren hat es noch ganz andere Geräte gegeben. Und das war wesentlich, finde ich, brenzliger da mit dem auf der Strecke, aber mit diesem Ausstattungspaket, Sportpaket, Dynamik, übrigens Dynamikpaket, das elektronische Fahrwerk, erkennt man daran, dass der Bugspitz dann auch dabei ist, der wird auch mitgeliefert, wahrscheinlich so, dass man das sieht, war gestern eingelesen. Und auf der Rennstrecke habe ich gemerkt, bis deppert, das ist, also ich glaube, rein Rennstrecken-Performance ist man mit der am schnellsten. Wenn wir jetzt ein Duell machen würden, ich würde sofort die nehmen und glaube, dass ich vorne wäre. Ja. So weit sind wir nämlich nicht auseinander. Extrem stabil, total ruhig, total präzise. Der Motor hat auch noch so eine Resträudigkeit, obwohl es ein Reihenvierer ist. Und es ist auch ziemlich laut. Also das ist das Einzige, wo ich sage, das ist mir schon fast zu laut auf Dauer im Alltag. Mit dem Agrapovic bräuchte ich nicht unbedingt, aber sonst für mich absolut Top-Eisen. Es ist ja so, wir kriegen ja die Motorräder, in dem Fall jetzt zum Beispiel von BMW Österreich, so wie sie die normalen Menschen auch bestellen können. Man kann ja mittlerweile bei BMW verschiedenste Varianten ordern. Wir haben die zwei Ausstattungspakete zugenommen mit dem elektronischen Fahrwerk, mit der Traktionskontrolle, gleich ein Agrapovic mit drauf und das Schild oben mit drauf. Und das finde ich auch, ist auch eine große Stärke von BMW, dass man die S1000R, im Prinzip kann man sich die bestellen als Rennstreckenmotorrad mit den HP4 Schmiederädern. Da wirst du überhaupt ohnmächtig, wie die dann abbiegt. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch bestellen mit Heizgriffen, mit Kofferset hinten, vorne mit einem Orgenwindschild, hast ein Tourengerät. Also das ist sicherlich die größte Stärke von der S1000R im Vergleich zu den anderen Motorrädern, dass sie so universell einsetzbar ist. Die kann man
Wahrheit jedem empfehlen, sie erlaubt sich nirgendwo Schwächen. Jetzt habt ihr gesagt, okay, sie hat ja eh Emotionen. Jetzt wäre es aber doch leider, wenn es ein Motorrad geben würde, was so arg, so als wilde Hund-Image hat wie die Super Duke, aber so einfach fahren tut wie die S1000R. Das wäre leider, wenn es das geben würde, oder? Tja, die Tohono V4 1100er RR, das nenne ich Modellpflege bei Excellence. Ist ja ein neues Motorrad 2015, aber nicht komplett neu. Da hat Aprilia genau an den richtigen Schrauben gedreht. Bisschen mehr Hubraum unten rein, mit den elektronischen Fahrhilfen gearbeitet, elektronische Motorbremse, also die Motorbremswirkung wird elektronisch geregelt, dadurch butterweich in den Radius zu fahren. Nie war es leichter, eine Tohono zu fahren, glaube ich. Aber schneller als je zuvor. Also ich bin komplett begeistert von dem Motorrad. Die Sitzposition, ich müsste jetzt eine halbe Stunde schwärmen, aber die Schwärmerei kann ich euch auch überlassen, Burschen. Zonko, ich glaube, traumhaftes Eisen, oder? Ja, die Tohono, also Thunfisch, wie wir immer gesagt haben, das hat man immer schon irrsinnig taugt. Und das war ja das erste Motorrad, wie der K.O. da angeschnitten hat. Das war das erste Motorrad, Nektbike, das tatsächlich mit einem Rennfahrwerk gekommen ist. Alle anderen haben da noch irgendwelche billigen Sachen eingebaut und die hat damals schon die Bananenschwinge gehabt und diesen echten Rennrahmen. Damals halt noch den V2-Motor und jetzt mit dem V4-Motor war es sowieso schon eine echte Gewalt und jetzt mit dem 1100er, also ich bin wirklich erledigt. Das ist ganz, ganz großartig. Ich bin so auf der Rennstrecke gefahren. Es sind alle Motorradl in diesem Vergleich wirklich so zum Niederknien, aber für mich persönlich ist halt diese Aprilia 1100 Tohono perfekt. Ja, das ist leider ein bisschen ein Problem, weil jetzt könnte man ja, wir wollen ein bisschen auch Fehler finden an den Motorrädern, dass die vor allem die deutschen Zuseher, die wollen ja keine Lobhudelei hören, die brauchen ja immer auch Schwächen. Nur es ist halt ein bisschen schwierig bei der Tohono, die ist einfach jetzt schon ein paar Jahre alt, sie haben immer perfekt weiterentwickelt. Geratst du da auch so ein Schwärmen bei der Tohono oder hast du irgendwas entdeckt, was uns verborgen geblieben worden ist? Mich wundert, dass ich ein Fan der V2 Tohono war, dann von der ersten V4 überhaupt nicht mehr. Bin ich aber nur ein, zweimal gefahren und das ist jetzt für mich auch absoluter Traum. Das einzige Manko, das ich vielleicht entdeckt habe, dass man aber bei den anderen auch wissen sollte, was man tut. Also wir sind halt nicht nur Vollproleten, sondern auch Vollprofis. Und also der Gasgriff, wenn da die richtigen Modi ausgewählt sind, dann spricht das alles schon sehr direkt an und da gibt es kein Zögern oder irgendwas oder Nachfragen, sondern das reißt an. Gott sei Dank gibt es Traktionskontrolle und noch viele andere Dinge. Das ist ja sozusagen Standardversion, die Doppel-R ist Standardversion, hat aber das ABAC-Paket. Aprilia Performance Ride Control, da ist dabei 8-stufige Traktionskontrolle, Race ABS, 3-stufige Wheelie Control, glaube ich, 3-stufige Launch Control, das ist ein Wahnsinn. Also bist du jetzt nicht der Faktenfolge, schaust immer ein bisschen ähnlich, aber du hast jetzt auch Fakten runterweht. Na, passt schon, aber muss man immer. Na, weil das ein Wahnsinn ist im Vergleich, wenn man dann die Preise dann vergleicht. Natürlich ist bei der BMW auch einmal ein bisschen was dabei und bei der KTM, nur das gleicht sich dann so ziemlich aus, weil das kommt so aus der Kiste, das ist unvorstellbar. Ich mag jetzt nicht wirklich so dieses Grau-Silber, das finde ich viel zu unspektakulär für das Gerät. Da ist die Factory die einzige Option für mich. Ich kann es nicht mehr hören. Wir reden da jetzt von 18.000 Euro. Die ist auch noch nicht gut genug, die Factory. Die 1.000 besseren Kollegen haben so viel Kohle in der Tasche. Das ist unpackbar. 20 Flocken, scheißegal, oder? Das ist ein Wahnsinn. Ja. Eins möchte ich abschließend noch sagen. Was ich geil finde, da gibt es natürlich auch die typischen Riding Modes. Normalerweise gibt es immer einen Rain Mode mit nur 100 PS und solche Sachen. Entschuldigung. Die hat Track, Sport und Road. Und ich finde, daran merkt man, wie ernst Aprilia das meint. Mit dem Fahrzeug, Zonk und ich haben sie auf der Rennstrecke schon verglichen mit der RS V4. Spektakulär, italienische Emotionen, Amore, einfach grandioso. Amore. Jetzt muss ich aber die Burschen einmal zurück zum Boden der Realität holen. Jetzt reden wir mal über die Preise, meine Herren. Ich weiß, dass euch das wurscht ist, weil ihr bei 1000 PS so viel verdient, dass die Säckel voll mit 500 Euro Scheinen sind. Wäre ganz zwider, wenn ich das höre, wie locker man da über die Moneten spricht. Jetzt sage ich euch mal eins, liebe Zuseher und Zuseher, wir haben ein bisschen ein Problem mit den Preisen, weil ja wir hier zwar in Österreich agieren, aber unsere Zuseher kommen ja aus der ganzen Welt, die Motorräder kosten überall was anderes, aber dass man ungefähr ein Gefühl für die Größenordnungen hat. Also hier jetzt bei dem Vergleich sind die Motorräder auch ein bisschen besser ausgestattet. Die KTM 1290 Super Duke R kostet in Österreich einen knappen 20er, so wie es da steht mit dem Agapovic und den Powerparts-Teilen, dass die deutschen Zuseher mal wissen, was wir an Steuerlast zu tragen haben.
leichter, knapp dahinter mit 18 irgendwas in Österreich und mit der Nova, die Aprilia. Die BMW, selbst top ausgestattet, ein paar Tausender, also ein, 2000er, je nachdem, was man alles draufschraubt, günstiger. Und das ist ja schon ein bisschen ein Wahnsinn. Ich meine, wir reden da jetzt von keinen Supersportgeräten. Es ist immer noch nirgends die feinste Öl-ins-Wahr drin. Es ist so überall ein gutes Fahrwerk drin, aber DTX sehe ich da nirgendwo. Sind wir bei knapp 20 Flocken in Österreich. Also ich würde mir erwarten, ein Motorrad in Österreich um 13,99, was fast genauso fährt wie das alles. Wieso gibt es das nicht? Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele leibende Naked Bikes dann noch am Markt. Die anderen können dann aber nicht mehr ganz mithalten mit der top aktuellen Ware, die wir jetzt vorgestellt haben. Die einzige, die da noch ein bisschen mitschnuppern darf, ist die 1000er G6S von Suzuki jetzt neu, was halt ein bisschen eine Niederlage ist von Suzuki. Im Prinzip ist das jetzt seit Jahren dort in den Regalen herumgeschlummert. Die ganze geile Ware, die hätten das vor 5 Jahren bringen können, hätten alles in Grund und Boden vernichtet. Sie kommt jetzt einfach ein bisschen zu spät, weil die Gegner so stark sind. Trotzdem muss man sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, die G6S ein Traum. Denn die Ingredienzien sind ein Traum. Wir haben drauf den leibenden G6R-Rahmen. Man sieht die hochwertige Schwinge, die glänzende Gabel. Wir haben drin den geilen G6R-Motor, eine Legende. Und im Sattel, man muss schon gewisse Abstriche machen zu den Motoren, die ein paar Tausender mehr kosten. Wo hast du das Gefühl gehabt, ist ein bisschen weniger, was sie kann, und wo ist ebenbürtig, Zonko, deiner Ansicht nach? Du, ebenbürtig auf der Straße draußen bin ich mir sicher, dass ich mit dieser Motorisierung nicht abreiße. Wenn ich bereit bin, das auszuwinden, wenn mir das liegt, dann können es mir nicht davon fahren. Bin ich mir ziemlich sicher. Was vom Gefühl her, wenn du jetzt drauf sitzt und wie sich das alles anfühlt, fühlt sich halt tatsächlich eine Generation drunter an. Also das ist einfach sowohl auf der BMW als auch auf der Aprilia als auch auf der Super Duke. Das ist irgendwie anders, das ist irgendwie moderner, das ist irgendwie schärfer. Ich glaube in puncto Lenkpräzision zum Beispiel. Also bei den anderen, zumindest auf der BMW und auf der Aprilia, da triff ich den Scheitel auf einen Zentimeter. KTM trifft es auch relativ gut und da muss ich ein bisschen Fehler verzeihen, ans Werk gehen, was mir persönlich aber nichts macht, weil ich mit solchen Maschinen groß geworden bin, nur waren die nie so gut, wie das jetzt ist. Nicht? Meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Stärke von dieser G6S ist die Optik, die gefällt mir wahnsinnig gut, also da könnte ich mich echt verlieben, das taugt mir irrsinnig. Und wenn man sich dann ein bisschen einschießt auf das Motorrad, also ein Opfer ist man ganz sicher nicht. Du bist auf der Straße, bist voll dabei, Rennstrecken weiß ich nicht, da werden natürlich dann dieser Leistungsmangel und auch das, dass die da die Elektronik irgendwie weiterentwickelt haben, die ist natürlich viel diffiziler, die wird dann dort schon den Tribut zollen im Jahr. Aber ich bin froh, dass das jetzt gibt und das ist auch wirklich eine Weltmaschine. Ja, sicher, beim Elektronikpaket ist ja so, Suzuki verbaut hier Sicherheitsfeatures, Traktionskontrolle, ABS, beschützen den Fahrer vor Absturz, Abflügen. Bei der Aprilia sind da die Speedfeatures, das sind ja Superbike-Ingredienzien. Das wird dann auch der Preisunterschied sein. Du bist ja die G6S schon am öftesten von uns gefahren. Deiner Ansicht nach im Vergleich zu den überdrüber Dreambikes, wie viel drunter ist sie oder ebenbürtig? Nein, ich finde, sie ist drunter. Man müsste sie ja vergleichen eigentlich mit KWZ 1000 und mit diesen letzten, glaube ich, puristischeren Naked Bikes, weil nach dem wird sowas, glaube ich, nie wieder geben. Also die hat ja eh schon Traktionskontrolle, dreistufig und ABS, aber das war's. Also der Rest, das merkt man beim Ansprechverhalten, damit habe ich auch die größten Probleme im Radius und mit dem Drehzahlband. Das halt, also den Schub hat man erst wirklich ab 6.000, glaube ich, mindestens 6.000, dass es richtig losgeht. Das ist natürlich diesen Euro-Normen geschuldet, weil die Basis ist 10 Jahre alt, muss man sagen, der Motor. War zwar ewig lang erfolgreich, die G6R, die 1000er, mit dem Maclaud hat alles eingestampft, nur es ist 10 Jahre her und wenn man das jetzt auf die Emissionswerte und so und Lautstärke drücken will, naja, dann kommt untenrum nicht das Optimum raus. Natürlich, zum Beispiel der Bogole, Suzuki-Händler, hat gesagt, das kann man alles elektronisch sofort wieder hinbiegen, Auspuff drauf, fertig. Klarerweise. Aber so aus der Kiste ist das halt eben eine Generation dahinter. Es ist ein bisschen unfair, das sind absolute Überbikes, wie du gesagt hast, das stimmt. Es ist nett, ich finde, es fühlt sich an wie ein Motorrad, was man einfach schon länger besitzt, was man kennt, wo man weiß, wie es fährt.
Leistungsmäßig finde ich es absolut okay, wenn das oben rausgeht. Die Abstimmung ist halt fast wie bei einem Raceback, dass es unten sehr wenig ist. Aber oben raus und auf der Rennstrecke kann ich es mir auch super gut vorstellen. Und der größte Gewinner ist halt dieses Blau, dieses unverwechselbare Suzuki-Blau. Es ist echt der Bringer für mich. Ja, jetzt habe ich ja auch vorher noch gesprochen mit unserem Kamerakind, mit Cook. Er ist ja den Führerschein gemacht vor 2 oder 3 Jahren. Er wiederum sagt, er kommt mit dem Motorrad super zurecht, weil er ihm unten drunter quasi diese verwertbare Leistung hat. Und wenn er es marschieren lassen will, lass das marschieren. Und die guten Fahrer, wir müssen halt konzentriert fahren und die Schaltzeitpunkte erwischen und können halt nicht schlampig aus dem Radius rollen, wo die anderen Motorräder im mittleren Drehzahlbereich mehr haben. Also man muss sich vermutlich ein bisschen bemühen, dass man dran bleibt, aber es ist möglich, dran zu bleiben. Und wenn wir jetzt wieder pragmatisch werken, der Unterschied sind mehrere tausend Euro. Jetzt stellt sich vor, wir schaufen darauf, Akrapovic komplett, Power Commander, Öl ins Fahrwerk, dann haben wir ungefähr den gleichen Preis, dann schaut die Welt schon anders aus. Also wenn man da jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Traum, echte Kaufempfehlung, aber in der Praxis ein paar I-Tüpfel hinter den drei Gewaltbikes, die G6S 1000 von Suzuki. We'll be right back.